Da der Zweite Weltkrieg unumgänglich wurde, brauchte die deutsche Armee bunkerbrechende Artillerie. Ihr Blick war nach Westen gerichtet. Die Franzosen hatten die Maginot-Linie, ein Bollwerk aus Bunkern, und um sie zu knacken, brauchte man ein großes Geschütz. Daher wurden Verträge an Henschel und Rheinmetall vergeben. Bei Henschel für 2 Fahrwerke, bei Rheinmetall für 2 Geschütze. Henschel nahm dafür 2 VK-3001, die schon bereitstanden. Das war der Beginn der Tiger-Serie. Sie vergrößerten sie etwas, um etwa 2 Meter. Das war nötig, um Platz zu schaffen für das sehr große 12,8 cm Geschütz von Rheinmetall. Das resultierende Fahrzeug wurde bekannt als Panzer-Selbstfahrlafette 5. Oder auch einfach als Sturer Emil. Die 2 gebauten Fahrzeuge wurden an der russischen Front eingesetzt. Einer wurde zerstört, der andere eingenommen. Wir haben also Glück mit unserer 50% Chance. Einer der Panzer existiert noch und befindet sich hier in Kubinka. Die Zeit ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, er ist innen komplett leer. Das bedeutet, es wird eine weitere Folge von Außerhalb der Luke. Die Besatzung bestand aus 5 Personen, Fahrer vorne links, Richtschütze und Kommandant vor dem Oberbau und Funker und Ladeschütze hinten. Die Vorderseite des Panzers ist äußerst karg. Außen an den Achsantrieben sind etwa 5 cm Panzerung. Der Fahrer sitzt halb exponiert, jedoch umgeben von einer gepanzerten Haube. Um nach draußen zu sehen, hat er einen Sichtschlitz direkt vorne und einen links. Ansonsten muss er sich vollkommen auf die Anweisungen des Kommandanten verlassen. Der Antrieb ist ein 11,6 Liter Motor von Maybach mit 6 Zylindern und 310 PS. Der Panzer erreichte damit eine Wahnsinnsgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer. Mit seinem 450 Liter Tank erreicht er eine Reichweite von ca. 150 Kilometern, die im Gelände mehr oder weniger auf 80 Kilometer halbiert wird. Vergleicht man die Seiten der Panzer Sturer Emil und 3001, so sieht man, dass der Panzer Sturer Emil etwas länger ist. Auch die Laufrollen sind in einer anderen Reihenfolge angeordnet. Am Panzer 3001 war das erste Laufrollenpaar nebeneinander angeordnet. Das zweite Laufrollenpaar war voneinander getrennt. Beim Panzer Sturer Emil ist es genau umgekehrt. Das verzahnte Kettenlaufwerk blieb gleich. Dann kam erst das äußere, dann das innere Laufrollenpaar. Außerdem hatte er 8 anstatt 7 Laufrollenpaare auf jeder Seite. Das Kettenzahnrad vorne ist wie bei fast jedem anderen deutschen Panzer dieser Zeit. Die Ketten sind trockenlaufend mit Einzelbolzen. Es befinden sich 85 Kettenglieder je Seite, von 3 Umlenkrollen unterstützt. Die höhere Bodenkontaktlänge der Ketten erforderte eine andere Getriebeauslegung, damit der Panzer ebenso wendig blieb wie der Panzer 3001 mit kürzerem Achsstand. Die 8 Laufrollenpaare befinden sich auf Drehstäben. Die Laufrollenarme rechts ziehen nach, auf der linken Seite führen sie. Alle Laufrollen sind mit Reifen ausgestattet, genauso wie das Leitrad. Man kann noch immer die Kennzeichnung lesen. Wer neugierig ist, es sind Continental Version 798-550. Wer weiß, vielleicht gibt es sie in einem Reifenladen in der Gegend. Sehen wir uns die linke Seite des Panzers an. Ich kann eine vertikale Linie sehen. Sie haben wohl eine weitere Panzerplatte genau vor dem Leitrad hinzugefügt. Aber vor allem sehen wir den führenden Laufrollenarm auf dieser Seite. Alle Laufrollenarme auf dieser Seite sind führend konfiguriert. Die US-Armee erprobte Ähnliches Mitte der 40er Jahre an Pershings, entschied sich aber dagegen. Sie wollten versuchen, den Überhang auf der Vorderseite ihrer Panzer zu reduzieren. Es befinden sich zudem Anschlagspuffer an den ersten und letzten Armen. Das Kettenlaufwerk unterstützte das Gewicht des 36-Tonnen-Fahrzeugs entsprechend. Das Geschütz ist ein 12,8 cm K40 L61, entwickelt von Rheinmetall, aus einer Flugabwehrkanone. Absolut tödlich. Die panzerbrechenden Geschosse waren etwa 880 Meter pro Sekunde schnell. Der Sturer Emil Panzer Moritz schaffte es, einen KV auf eine Meile auszuschalten. Eine wirklich gute Leistung für jene Zeit. Da der Panzer hier leer ist, können wir gut das Fahrwerk sehen. Alle Drehstäbe liegen frei sichtbar.
Die letzten beiden sind verstärkt, um den Rückstoß des 12,8 cm Geschützes aufzufangen. Durch das Laufrollenarmsystem befindet sich das letzte Drehstabsystem ganz hinten. Zudem kann man die Achsen der Leiträder leicht erkennen. Die letzten beiden Besatzungsmitglieder befinden sich vorne im Panzer. Der Richtschütze auf der linken Seite hatte einfache Handkurbeln zum Einstellen von Höhe und Drehwinkel. Der Drehwinkelbereich war begrenzt auf etwa 5 Grad nach links und 7 Grad nach rechts. Die Höhe ließ sich um 10 Grad verstellen, der negative Neigungswinkel um exzellente 15 Grad. Die einzige Sicht des Richtschützen war durch ein Periskop. Es ging über diesen Schlitz in das Kasemattendach. Auf der rechten Seite ist der Platz des Kommandanten. Er verfügte über ein Scherenfernrohr. Für gründliche Tests wurden die Panzer zur Schießanlage gebracht. Sie erzielten eine insgesamt gute Leistung mit einer interessanten Einschränkung. Es wurde empfohlen, keine Ziele unter einem Kilometer anzuvisieren. Trotz der positiven Berichte ging das Fahrzeug nie in Produktion. Man entschied sich für Panzerjäger mit festem Geschütz und guter Panzerung. Bei leicht gepanzerten Fahrzeugen sollte das Geschütz auf den Turm montiert werden. So blieb man flexibler und das Geschütz konnte demontiert werden. Das waren die Panzer der Waffenträgerfahrzeugserie. Daher hatten diese Panzer eine sehr kurze Dienstzeit und landeten hier in Russland. Wir sehen uns beim nächsten Mal. The resulting vehicle was the Panzer Selbstfahrer Lafitte 5. 3, 2. The Panzer Selbst. It's gonna be one of those days. The Panzer Selbstfahrer. Jesus. The resulting vehicle was designated the Panzer Selbst. Although there was one interesting caveat, the reports were such that it recommended. Oh, you gotta be kidding me.